Nein. Nein. Ihr Lichtgeister, die ihr mit eurer Macht die ganze Welt erstrahlen lasst, ich bitte euch. Verleiht mir die Kraft des Lichts, auf dass ich das Böse besiegen möge. Lautan, Eldin, Ranel und Firone. Nicht in dieser Reihenfolge. Link. Du bist der auserwählte Held. Leih auch du mir deine Kraft in diesem letzten Kampf. Ich werde versuchen, Ganondorfs Bewegung mit meinen Lichtpfeilen zu verlangsamen. Lenk du ihn ab, aber bleib nah genug an ihm, dass meine Pfeile ihn erreichen können. Alles klar. Und wir müssen zusammen mit Zelda kämpfen. Wow! Da haut's mich doch glatt vom Pferd. Oh Mann. Da haut's mich doch glatt nochmal vom Pferd. Okay. Da haut's mich doch glatt nochmal vom Pferd. Mein Gott, wie soll ich denn das machen? Am besten versuchen, von ihm wegzukommen. Ja. Zelda. Es wäre... Mies. Mies! Lass mich mal aufs Pferd. Ja, vielleicht kann ich ihn ein bisschen reizen. Okay. Ah, fuck you! Sorry, Epona. Sorry, sorry, sorry. Okay. Zelda, was kannst du eigentlich? Komm, triff! Okay.
Boah, Zelda! Jawohl! Ja? Okay. Ach, Zelda. Zelda! Oh, komm schon. Fuck, und da haut's mich vom Pferd. Und da haut's mich vom Pferd. Genau im richtigen Moment, ne? Ist er noch gebannt? Nein. Okay. 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 Na, jedes Mal, wenn ich nah genug an ihn rankomme, um ihn zu fokussen, ne? Okay. Fuck you! Na komm! Es ist zum Kotzen! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Wo ist die Sau? Nein! Immer wieder, wenn sie ihn trifft! Komm schon, Epona, komm! Reite um dein Leben! Ach, natürlich. Es war so klar. Es war so klar. Okay. Ach komm. Es ist lächerlich gerade. Es ist lächerlich. Aber es ist der schwerste Ganondorf-Kampf, den es bisher im Zelda-Universum gegeben hat. Meiner Meinung nach. Come on. Warum? Ja? Triffst du auch mal? Triff! Komm schon! Ah! Das gibt's nicht! Komm schon! Na? Ach, es war so klar! Okay. Ja, er reitet mich einfach wieder nieder. Come on. Verpiss dich. Und jetzt bin ich wieder hinter dir. Na, wie sieht's aus? Okay. Komm schon. Komm schon. Komm schon, komm schon. Ach, es war so klar, Leute. Es war so fucking klar. Ach, komm. Du willst mich doch verarschen, oder? Zelda, du kannst doch auch mal so schießen. Nein! Na? Ach komm. Ey, wie soll denn das gehen?
Ach komm, es ist lächerlich. Es ist lächerlich, Ganondorf, was du hier machst. Komm schon. Ach komm, stehen bleiben geht nicht, weiterreiten geht nicht. Er ist einfach instant hinter mir. Okay. Ja, Mann! Okay. 33 Minuten geht der Part schon. Minus die eine Minute, die ich noch wegschneiden muss, weil ich ja diesen Hustenanfall hatte. Oh, Mann. Und er ist immer noch nicht down. Er lacht sich nur den Arsch ab. Du kämpfst sehr gut. Aber genug palavert. Ich habe nur einen Wunsch. Mit dieser meiner Klinge will ich alles Licht der Welt endgültig zum Erlöschen bringen. Schattenfürst Ganondorf. So. Und ich hoffe doch mal, dass das Ganze jetzt doch mal moderat noch... Oh Gott. Okay, Leute, dich lege ich mir schon mal hier hin. Okay. 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 Alles klar. Aua. Ah, fuck you. Au. Ah, fuck you. Er ist immer einen Schritt schneller als ich. Au. Und jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Ich bin schneller als du. Fuck you. Das ist eine Fee, das ist eine Fee. Okay. Ah, ich springe genau in ihn rein. Okay. Oh. Nice, nice, nice. Okay. Versuchen wir das Ganze nochmal. Ah, fuck you. Okay. Ich sehe nichts, aber ich habe gemerkt, dass ich ihn getroffen habe. Okay. Okay. Einfach die Schnelligkeit ausspielen. Okay. Fuck you! Okay. Alles klar. Einfach die Schnelligkeit weiter ausspielen. Komm schon. Okay. Nein! Hat er mich wieder getroffen. Nein, da hat er mich nochmal getroffen, weil ich einfach dadurch, dass ich nicht vor ihm stehe, sondern seitlich, nixter Zufall. Auf so ein Duell lasse ich mich erst gar nicht ein. Okay. Autsch. Bashen, 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 bashen.
Ja? 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 Watz, 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 watz! Pow! Denk nicht, dass dies das Ende sei. Der Kampf der Schatten gegen eure lichte Welt hat gerade erst begonnen. Was ist? Sag schon etwas. Oder hat dir meine Schönheit etwa die Sprache verschlagen? Oh Mann, Leute, ich hab Gänsehaut. Das war's von The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir haben im August angefangen, wir haben jetzt fast 5 Monate dafür gebraucht. Natürlich mit jetzt auch mal 3 Wochen Pause dazwischen. Aber das hat sich gelohnt, so lange zu warten, würde ich sagen. Leute, Review. Mein Lieblingstempel ist und bleibt der Wüstenpalast. Gefolgt natürlich, also der Wüstenpalast und der Palast der Zeit. Der Zeitschrein, da müssen wir mal Zeit schreien. Das Kommentar ist sogar noch hängen geblieben vom Bialax. Haas-Tempel ist natürlich, bleibt der Wassertempel hier. Also, es ist das einzige, das erste Zelda, wo ich den Wassertempel nicht mag. Und, Kumula mag ich auch nicht so. Auch wenn ich die Musik da richtig cool finde. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Also, was ich jetzt mitnehmen konnte, ist, dass ihr total auf Stimmverzerrung steht. Und dass ich das in den zukünftigen Projekten auch mal immer wieder mit einbauen werde, wenn es sich denn anbietet.
Mein absolutes Highlight in diesem Spiel ist und bleibt immer noch die Szene, in der König Mublin oder Moblin, ich weiß nicht, wie der heißt, Mumblin, der Dicke, wie ich ihn immer nenne, sich auf unsere Seite schlägt und sagt, ich folge dem Stärksten. Und an eine Stelle, Entschuldigung, an eine Person, an einen Charakter, werde ich mich besonders gerne zurückerinnern, wenn ich an dieses Projekt denke. Das ist Maro. Das Zuckerstück. Maro musste einfach, wisst ihr, so ein kleines Baby-ähnliches Viech, sag ich jetzt mal. So ein kleines Baby, das einfach mal so eine Stimme hat. Fand ich ehrlich gesagt irgendwie immer witzig. Thelma ist natürlich auch immer wieder ein Highlight gewesen, wenn sie sich versucht hat, an irgendwelche Männer ranzumachen. Und ich weiß nicht, ich liebe dieses Zelda-Spiel. Und es kommt kaum, außer, also, das ist bei mir an zweiter Stelle meiner Lieblings-Zelda-Games. Nach Majora's Mask natürlich. Und ich muss sagen, es war bisher aber auch nicht mein Lieblingsprojekt auf diesem Kanal. Ich glaube, da komme ich an ein bestimmtes Projekt gar nicht mehr ran. Was mir damals sehr, sehr viel Freude bereitet hat und sehr viel Spaß gemacht hat. Und das war noch nicht mein Zelda-Projekt. Und ich weiß nicht, ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir das jetzt auch noch 2015 beenden konnten. 2016 wird es dann natürlich das epische Zelda-Comeback geben. Und wieder ein bisschen Zelda geben. Allerdings jetzt erstmal mit ein paar Monaten Pause, Leute. Müsst ihr auch mal verstehen. Es gab dieses Jahr zwei Zelda-Projekte. Eins an, ich sollte den Controller, ich brauche ihn jetzt eh nicht mehr, mal zur Seite legen. Einmal Minish Cap, was total blind war, was ich nicht zu 100% gespielt habe. Wo ich aber auch ehrlich gesagt froh drum bin, dass ich das nicht gemacht habe. Weil Minish Cap wird definitiv nicht mein Lieblings-Zelda. Es ist einfach, ich weiß nicht, so an einigen Stellen hat es mich doch schon sehr abgefuckt. Von den Rätseln her und von was weiß ich. Aber es wird auch bei weitem nicht an dieses Projekt rankommen. Leute, wir sind hier im letzten Part des längsten Story-Projekts auf diesem Kanal. Und es läuft ja bereits schon ein Projekt, welches wahrscheinlich dieses noch toppen wird. Von der Zeit her. Und das ist nämlich Dead Island, Entschuldigung. Schluck auf. Was wollte ich denn sagen noch? Es tut mir auch jetzt im Endeffekt leid, dass ich den letzten Part doch nochmal in zwei Hälften gesplittet habe und mittendrin einen Cliffhanger verursacht habe vom Feinsten. Ich weiß es noch nicht, wo ich genau diesen Cliffhanger setze, aber ich weiß, dass es ein Cliffhanger vom Feinsten ist. Weil wenn ich so auf meine Aufnahmezeit gucke, die 46 Minuten anzeigt, muss ich sagen, für einen Finalpart, okay, kann man eigentlich machen, aber ist mir zu lange. Und da dieses Video geplant ist, dass ich das am 31.12. hochladen werde, beziehungsweise freischalten werde, wünsche ich euch an der Stelle schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016. Bleibt mir treu, bleibt vor allem euch treu. Und das ist das Wichtigste, sich selbst treu bleiben, sich nie irgendwie verändern, nicht ums Verrecken verändern zu wollen. Veränderungen gehören zum Leben dazu. Veränderungen sind vielleicht auch manchmal wichtig, aber man sollte immer wissen, wo seine Wurzeln sind. Man sollte immer wissen, wo man herkommt. Man sollte immer wissen, wer man ist. Und Leute, bleibt ihr selbst. Bleibt euch treu. Bleibt eurem Stil treu. Ich habe mir schon so oft überlegt, irgendwie was anderes auf YouTube zu machen. Irgendwie mal komplett auf Minecraft umzusteigen. Komplett auf Pokémon oder sowas umzusteigen. Dann habe ich mir überlegt, nee, Leute, das wäre nicht ich. Das wäre nicht ich. Ich muss einfach diese tollen Story-Projekte, diese tollen Jump-and-Runs, diese tollen Community-Projekte, die ich versuche, auf die Beine zu stellen. Das Rocket League-Turnier hat leider nicht geklappt. Da wird es aber definitiv irgendwann noch einen zweiten Anlauf geben. Sobald wir mal ein paar mehr Leute haben, die das auch auf dem PC spielen zum Beispiel. Und vielleicht mache ich dann auch erstmal ein 1-gegen-1-Turnier, dass ich mal gucken kann, wie das überhaupt anläuft. Und ich würde mich da auf jeden Fall dann freuen, wenn das klappen würde. Und Leute, es ist so viel passiert auf diesem Kanal in diesem Jahr.
Das ist definitiv hier das letzte Video dieses Jahr auf diesem Kanal. 31.12. 18 Uhr, 19 Uhr. Das letzte Video auf diesem Kanal für 2015. Und es wird nicht das letzte auf diesem Kanal sein. Also gut, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Am Ende müssen Licht und Schatten voneinander scheiden. Aber vergesst nicht, dass neben eurer Welt noch eine andere Wahrheit existiert. Licht und Schatten, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Untrennbar miteinander verbunden. Dass die Göttinnen Hyrules uns den Schattenspiegel hinterließen, geschah gewiss, damit wir uns begegnen können. Davon bin ich überzeugt. Prinzessin Zelda, ihr seid ein guter Mensch. Wenn alle Bewohner Hyrule so sind wie ihr, wird dieses Land sicher eine strahlende Zukunft haben. Ich danke euch von Herzen. Und ihr habt es ja selbst gesagt, solange der Schattenspiegel existiert, ist der Weg offen zwischen unseren Welten. Link. Man sieht sich. Und damit ist der Schattenspiegel zerstört und die Verbindung zwischen beiden Welten wieder getrennt. Leute, ich wünsche euch ein sehr gesundes und frohes und glückliches neues Jahr 2016. Und ich hoffe, jetzt kann ich, Kisokato, jetzt kann ich doch nochmal ein bisschen quatschen, Leute. Ich wünsche euch echt alles, alles Gute im neuen Jahr 2016. Ich wünsche euch wirklich von Herzen das Allerbeste. Gesundheit, Glück. Das lasst euch nicht so viel ärgern, Leute. Lasst euch nicht so viel runterziehen. Lasst euch nicht so oft in die Pfanne hauen. Bleibt stark, Kia Kaha. Das ist so mein Motto dieses Jahr gewesen. Kia Kaha. Das ist ein Maori-Spruch aus Neuseeland. Bleibt stark. Und ich hoffe, wir sehen uns recht bald wieder im Jahr 2016 mit neuen Projekten, mit neuen Ideen, mit neuen Menschen. Und Leute, das war ein sehr krasses Jahr für mich. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Also ich bin mit 200 Abonnenten in dieses Jahr gestartet und wir sind bei 300 zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme 76. Das sind plus 170 knapp. Also das war das stärkste Abo-Plus auch, das ich seit Jahren, innerhalb eines Jahres gemacht habe. Und das Jahr ist noch nicht rum zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir haben jetzt den, na gut, wir haben jetzt den 24.12. schon, nachts um 2.23 Uhr, die Nacht vom 23. auf den 24. Und ja, ich hoffe einfach, dass alles gut wird, dass auch bei mir alles gut bleibt. Und ich verspreche euch das jetzt hier einfach mal an der Stelle, dass es nicht mehr so weit in die
dass die Projekte nicht mehr so in die Länge gezogen werden. Dass ich nicht mehr so viel Pause dazwischen mache, zwischen zwei Projekten. Dass ich nicht mehr so viel auf einmal starte. Deswegen ich ein eigentlich angefangenes Projekt, was ich schon angefangen habe aufzunehmen, jetzt doch schon wieder gecancelt habe. Was aber allerdings nicht schlimm ist, denn es war ja noch nicht hochgeladen. Das heißt, ihr habt es noch nicht gesehen. Das heißt, ihr könnt euch im Laufe des Jahres 2016 auf das Projekt freuen. Entschuldigung. Und, was gibt's noch zu sagen, Leute? Ich habe richtig viele, also wirklich richtig viele neue Menschen kennengelernt 2016. Nachdem ich ja Ende 2014 doch schon so ein paar Menschen in meinem näheren Kreis verloren habe, sag ich jetzt mal, in dem Sinne, die sind jetzt nicht gestorben oder sowas, die sind halt, wir gehen nun mal jetzt getrennte Wege und es ist jetzt auch mittlerweile mit so ziemlich jeder Person alles geklärt und ich bin auch schon mal froh, dass wir da so in Frieden zumindest nebeneinander herleben können, dass ich mit diesen Personen nichts mehr machen möchte und auch nichts mehr zu tun haben möchte, wenn ich ehrlich bin. Das sollte jedem klar sein. Auch wenn so alte Zeiten natürlich jeder sich denkt, das war schon toll damals. Es war ja auch nicht alles scheiße, es war ja auch schon vieles toll. Aber ich habe so viele neue, tolle Leute im Jahr 2015 kennengelernt. Wie den Chris, wie den True Rushed, wie den Bierlax. Okay, den Bierlax, den kannte ich jetzt schon ein bisschen länger, aber mittlerweile, wir zocken auch mittlerweile sehr viel zusammen. Den Nestflo, den Fusselbesitzer, den Niklas, den Screw, Mikini Miki, Blue Zero LP oder Blue Zero 2000 besser gesagt. Da sind so viele neue, nette Menschen dazugekommen. Und natürlich auch noch alte Bekannte wie Jomo noch dabei und der Schlitzer natürlich und ja, der Nekor und der Fintus, der darf nicht vergessen werden. Und an den richte ich meinen allerletzten Gruß in diesem Jahr. Lieber Fintus, du bist der schon am längsten mit dabei, du bist der schon am längsten mit dabei ist hier auf diesem Kanal. Der wirklich schon alles miterlebt hat, auch wenn wir ehrlich gesagt nicht so viel miteinander ja, zu tun haben, sage ich jetzt mal in letzter Zeit. Wir schreiben halt ab und zu mal, wir kennen uns aber und du bist der, mit dem ich schon am längsten auf YouTube zu tun habe und das wird auch immer so bleiben. Bis dahin. Euer Nightfox.